So, herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Und da ja heute Seven vs. Wild beginnt, habe ich mir gedacht, zeige ich euch mal meine 7 Gegenstände, wo ich mitnehmen würde. So, fangen wir mal an. Als erstes ein Messer. Das ist das KM 2000. Kampfmesser der Bundeswehr. Als zweites ein stinknormaler Feuerstahl, bisschen mit Orange dabei, damit man es auch wieder findet, wenn er irgendwo ins Gebüsch fällt oder irgendwas. So, als drittes Paracord zum Lagerbau. Natürlich nicht die ganze Rolle, da würde ich mir natürlich irgendwas abschneiden. So, als viertes ein Topf, ganz normaler Topf zum Trinken, Abkochen, je nachdem, wo man ist. Wenn jetzt in Schweden wäre, bräuchte man natürlich nicht gleich einen Topf zum Wasser abkochen. Das kann man auch mal so trinken, wenn man halt weiß, wo, wenn man an einer Quelle ist, sagen wir mal so. Auf dem See, am Uferbereich würde ich jetzt abkochen, aber mitten im See kann man es auch mal so trinken, zur Not. Dann ein Trybag für Klamotten, Ausrüstung, je nachdem, was nicht nass werden soll. Oder Feuerholz oder Zünder, dass, wenn es viel regnet, nachts zum Beispiel, dass nicht alles nass wird. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Sachen. So, als sechstes würde ich ein Seil mitnehmen. Man weiß nie, ob man irgendwann eine Klippe abseilen muss oder sein Essen höher lagern muss oder irgendwo hin muss. Kann immer mal was passieren. Also ein Seil nicht schlecht oder am Fluss irgendwas rausholen. Kann man mit dem Seil auch gut, wenn was vorbei treibt. Und als letztes einen Rucksack, wo alles reinpasst, so mitnehmen. Ich habe jetzt ganz bewusst auf Isomatte und Schlafsack und so Zeug verzichtet, weil zum Überleben braucht man nicht unbedingt jetzt. Da kann man sich auch notdürftig irgendwas zusammenbauen aus irgendwelchen Zweigen oder Moos oder irgendwas. Und wenn es ganz kalt wird, friert man eher an den Füßen als erstes und dann stecke ich einfach meine Füße in den Schlafsack, in den Rucksack. Und dann habe ich eine Art Schlafsackersatz für die Füße zumindest. Und Oberkörper bleibt ja warm dann. Im Notfall schläft man halt nachts halt viel, dann schläft man halt am Tag in der Sonne. Ja, das war meine kurze Zusammenfassung für Seven vs. Wild, das ja heute beginnt beim lieben Fritz. Und mich würde es freuen, wenn nächstes Jahr du mir einfach schreiben wirst, dann wäre ich dabei. Danke und ciao.